Am Dienstag, den 12.04.2022 gegen 14.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in Bonn aus Richtung Professor Neuerlee auf die Kennedy-Brücke. Dabei hat er den von links kommenden Bus übersehen, wodurch es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Sowohl der Busfahrer als auch ein weiblicher Fahrgast wurden verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.